Moin Leute, viele von euch haben sich das ja die letzten Monate gewünscht. Jetzt ist es soweit, das Elo-Hell-Format kommt zurück. Ich werde wieder Gameplays von euch, von Zuschauern, von Nicht-Challenger-Spielern analysieren. Ich weiß, ihr seid alle Challenger im Herzen, aber in-game schwierig. Den Anfang werde ich machen mit Tim Horus, das ist ein Kollege von mir, der hat auch einen kleinen YouTube-Channel, macht auch hauptsächlich oder viele League of Legends-Konto. Da haben wir jetzt zusammen ein Video gemacht, wo ich euch ein bisschen erzählt habe, wie man quasi auf der Lane besser tradet. Das könnt ihr gerne abchecken, Link ist in der Beschreibung. Hier geht es jetzt aber um sein Gameplay erstmal. In Zukunft wird es auch wieder von euch Gameplay geben, wie gesagt, keine Sorge. Aber das ist der Start. Es ist Jinx Lulu gegen Thresh Sivir. Und prinzipiell ist das ein ziemlich gutes Matchup, wie ich finde. Du hast mit der Lulu Exhaust eigentlich eine relativ sichere Lane. Klar, Thresh Hooks tun immer weh. Hier willst du wieder klassisch einfach nur Level 2 zuerst erreichen. So, was er jetzt hier machen sollte, wäre die Melees so schnell es geht pushen, ne? Damit man hier einfach Level 2 zumindest ein bisschen even wird. Was er jetzt hier macht, ist, er tanzt halt so ein bisschen rum, Auto-Attack den Thresh und dieser eine Minion hier. Er wird gehookt und er ist tot. Verliert Flash, oder ist er tot? Er ist tot. Ei, schwierig. Das ist so eine klassische Elo-Situation, ne? Wo ich in meinem Stream immer appelliere, dass das bitte nicht passieren soll. Double Kill, warum? Nur weil man das Level 2 wieder nicht respektiert hat. Wir schauen uns das nochmal ganz genau an. Und zwar ist das Kernproblem eigentlich wirklich nur, wie er die Wave pusht. Ja, dass die Lulu hier, ich weiß gar nicht, ob sie, ne, die Auto-Tag auch nicht. Hier willst du einfach unbedingt diese beiden Melees kaputt machen. Weil dann bist du Level 2. Die haben hier sogar eine Advantage, ja? Das sind noch 3 Minis am Start für die Gegner und sie müssen nur noch die beiden töten. Wenn sie hier Level 2 werden, klar, Level 2 Engage von Thresh ist immer noch böse, aber dann sind sie komplett fein. Aber hier wird halt leider die Priorität falsch gesetzt. Die Lulu Autotech nicht ist ihr Fehler und er hört jetzt hier auf, diesen Minion zu Autotechen. Das sind 2, 3 Autotechs und alles wäre fein gewesen. Der Thresh macht es aber auch gut, und er ist klassisch und wenn du, ja? Ich meine, es passiert manchmal. Man achtet nicht immer 100% auf alle Sachen, aber wenn du hier den Level 2 Engage nicht respektierst, dann muss er spätestens den Hook flashen. Den Hook muss er flashen, hat er leider nicht gemacht, flasht danach, hielt danach, er ist tot und Lulu stirbt auch noch. Dass die Lulu hier noch stirbt, ist fairerweise komplett gigaboostet, weil, ja, sie hat auch noch Flash, aber Katastrophe, mittelschwere Katastrophe, weil der Level 2 Engage wieder nicht respektiert wurde. Ist ziemlich bitter, gerade weil das eine Lane ist, ja, solange du Summoners hast, hast du mit Jinx Lulu eigentlich sehr viel Pressure hier. Lulu outpoke den Thresh, Jinx outpush die Sivir zumindest eine ganze Weile. Jetzt allerdings wird die Lane extrem schwer zu spielen. Was man jetzt quasi machen will, ist so gut es geht den Tower hacken. Die Gegner haben auch noch einen Jarvan. Als flashlose Jinx, flashlose Lulu, bist du da gefundenes Fressen. Das heißt, die Wave so gut es geht vorm Turret freezen oder halt einfach in den Turret reincrashen lassen. Hauptsache nicht weiter sterben. Das ist zumindest bis die Summoners ab sind, das A und O dieser Lane. Weil abseits davon kann hier gar nicht mehr so viel passieren. Problem ist natürlich, Thresh unterm Turret ist auch nicht so bad. Ne? So ein Engage-Supporter wie Pyke, wie Alistar, die sind unterm Turret nicht gut, weil sie nicht engagen können. Thresh kann ich aber trotzdem hooken und mit einer Sivir Q zum Beispiel ganz gut chunken. Dementsprechend muss man hier leider an den sauren Apfel beißen, die Wave, wie gesagt, einfach safe unter den Turret halten. Zumindest bis Flash wieder ab ist. Dann kann man die Lane eigentlich wieder relativ aggressiv spielen. Aber das ist so ein typisches Game. Nur durch den Level 2 Tod ist das eins, wo du als Botlane einfach nur 15 Minuten lang hoffst, dass dein Team nicht intet. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist eine sehr unschöne Situation. Wir sind jetzt in der 8. Minute und Sivir konnte sich irgendwo noch Kills snacken. Das ist relativ unschön. Aber er hat trotzdem einen ganz guten Backboard. Er hat hier das BF am Start. Und damit sollte er eigentlich genug Trading-Potenzial haben, genug Wave-Clear auch haben, um diese Lane weiter safe spielen zu können. Er hat Flash wieder ready, er hat Heal wieder ready. Und jetzt geht es wirklich einfach nur noch darum, die Wave zu kontrollieren und den Thresh Engage zu respektieren. Als Sivir hast du, sobald du jetzt ein bisschen AD gesteckt hast mit BF Pickaxe, Wave Clear, der einer Jinx schon relativ gefährlich werden kann. Und im besten Fall läuft die Lane so, dass beide AD Carries die Minion Wave innerhalb von 2 Sekunden clearen und dann einfach nur gechillt wird. So, das ist der beste Verlauf für diese Jinx Lulu Lane. In der Mitte wird jetzt hier währenddessen wieder gefightet. Was da aber ein Problem ist, das sieht man jetzt hier auch, der Thresh kann aktiv roam. Ja? Und das kann die Lulu nicht. Also sie kann es, aber das passiert. Sie stirbt. Also Thresh ist der deutlich, deutlich bessere Roamer. Und im 1 gegen 1 kann die Jinx hier die Sivir nicht wirklich bedrohen. Also es ist eine Lane, die man hätte unter dem Gegner-Turret sehr aggressiv spielen können, aber dadurch, dass man early die Pressure komplett aufgegeben hat, muss man jetzt hier wirklich einfach in den sauren Apfel beißen. Die Gegner haben natürlich mit Jarvan, Yasuo schon eine relativ unschöne Comp. Generell, ihr werdet es merken, ist es mit einem immobilen Champion sehr unangenehm. Oh, jetzt wird hier gedived. Flash, nicht schlecht. Ihr könnt jetzt einfach hier nach oben rauslaufen. Er ist eigentlich safe, ne? Er ist 100% safe. Schöner Wave-Clear. Aber er steppt jetzt nach unten. Dadurch geht er in Flay-Range. Schöner Flash von dem Thresh.
ist er outplayed worden. Aber er hatte keinen Grund, hier unten zu stehen. Ja, der kann die Wave einfach von hier oben safe clearen. Ja, wenn ihr einen Champion spielt wie Jinx, der eine sehr hohe Range hat, dann nutzt diese Range auch aus. So, im Prinzip ist er jetzt hier nach unten gegangen, hat sich selber angreifbar gemacht, weil er greedy diesen Thresh poken wollte. Ob der Thresh jetzt 2-3 Auto-Attacks mehr kriegt oder nicht, ist völlig irrelevant. Da sind wir beim Thema Traden, ne? Der Trade bringt hier nichts, außer sich selber in Gefahr. So, an sich kann er auch hier oben einfach stehen und die Minion Wave safe clearen. Keine Chance für Thresh, irgendwas zu machen. Aber weil er hier wegen den Auto-Attack auf Thresh nach unten pathet und der Thresh sehr schön wieder nach aggressiv nach oben läuft, ja, begibt er sich hier selber in Gefahr. Und dann auch noch der W. Das heißt, er bleibt noch länger quasi statisch, dass der Thresh noch weiter ranmoven kann. Flay trifft und hier ist er dann schon tot. Also schön gemacht vom Thresh, aber eben auch die Opportunity überhaupt erst ermöglicht, weil Jinx hier greedy nach unten gemoved ist. So, jetzt ist der Bot-Turret low, wir sind in der 15. Minute, also das ganz ehrlich, der Turret so lange überlebt hat, ist schon nicht verkehrt. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Minimap achten, ich schalte mal auf seine Vision. Das ist seine Vision. Er sieht, dass sein eigener Jungler Topside ist, hat nicht einen Ward, also das ist jetzt kein Vorwurf, aber er hat halt keine Vision auf der Bot-Side der Map, außer diesen Pink Ward. Und der Turret ist super, super low. Er sieht außerdem, dass hier kein Camp up ist, kein Camp up ist, kein Camp up ist. Die Chance, dass der Jarvan hier gerade Botzeit ist, die ist im dreistelligen Bereich. Ja, und der Turret ist super low und du hast keine Summoners. Das ist der perfekte Moment, um einfach zu sagen, tschüss Turret, war schön mit dir, aber ich bin raus. Was sie jetzt stattdessen machen, ist versuchen, den Turret zu verteidigen. Selbst im 2v2 hätten sie den Turret verloren. Er verliert wieder seinen Flash. Und falls ihr ab und zu auch mal Games habt mit Champions wie Jinx, wo ihr das ganze Game überdenkt, Alter, ich bin so useless, dann schaut euch mal wirklich an, wie häufig ihr euren Flash auf Cooldown habt. Schöner Engage jetzt hier von Thresh. Auch da wieder, er muss konsequent am Turret stehen bleiben. Wahrscheinlich war weil der Jarvan sich noch nicht gezeigt hat, der Gedanke nicht da, dass der Jarvan kommt. Die Lulu stirbt auch nochmal. Nee, what? Sivir. Sivir, halt, stopp! Okay, ihr seht's ja, die Gegner, die inten ja auch. So, die machen ja auch dumme Fehler. Man muss halt einfach weniger dumme Fehler machen als der Gegner. Also das Game sieht insgesamt schon sehr, sehr unangenehm aus. Gerade auch der Goldunterschied auf der ADC-Position ist halt bei über 3000. Also aktuell ist das hier wirklich der Hauptgrund, warum das Spiel schlecht aussieht, leider. Nichtsdestotrotz, es stehen noch alle T2-Türme. Ich würde sagen, Scaling hat man auch nicht schlecht mit Lulu Jinx, mit Lux. Selbst der Nasus, ich weiß nicht, wie der Nasus auf der Seite gegen Kayle funktioniert. Generell, Kayle ja immer noch so ein großes Fragezeichen. Aber ich glaube, das Scaling ist fein. Für ihn kommt es jetzt darauf an, irgendwie an Farm zu kommen. Gerade der Nasus ist ja halt ein richtiger Strongpoint vom Team. Ja, der ist extrem gut im Spiel. Den wird erstmal eine Weile niemand aufhalten können. Das heißt, für den Rest des Teams, für die Jinx, aber für alle anderen, kommt es ja eigentlich nur darauf an, die Gegner daran zu hindern, die Base einzureißen. Weil der Nasus auf der Sidelane, der wird das carryen wahrscheinlich. Auch hier sind jetzt die Lanes wieder in einem interessanten Spot. Wir machen mal kurz Pause. So, auf der einen Seite ist hier eine Botlane-Wave, die gerade reincrasht. Und man hat immerhin den Ward. Flash ist wieder ready. Stattdessen entscheidet er sich jetzt, in die Mitte zu laufen, in die Wave, die hier quasi fast im Off-River-Position steht. Er hat keine Vision hier. Er hat keine Vision hier. Er ist übelst gefährdet, gerade gegen Thresh, gegen Jarvan vor allem. Ne? Wenn du eine Jinx gegen Jarvan spielst, musst du überlegen, was kann ich denn machen gegen seinen Engage? Ah ja, gar nichts. Das heißt, du musst hier die fehlende Vision komplett respektieren. Hier könnte ein Jarvan stehen, hier könnte ein Jarvan stehen, hier könnte überall gleich ein Jarvan oder ein Thresh aus dem Busch kommen. Man muss einfach chillen und warten, bis die von den Gegnern gepusht wird. Und wenn die Gegner es nicht pushen, verlieren die ja auch Gold. Die Botlane Wave wäre hier außerdem die sichere Entscheidung gewesen. Stattdessen nimmt er hier die Mitte Wave an. Und was passiert? Ja, Überraschung, da sind Gegner. Flash Engage von Thresh, schön gemacht. Dass er da seinen Flash nicht zieht, ist okay. Ich weiß nicht, ob er es bewusst gesaved hat, aber da war er eh tot. Ist wieder schön gepunished worden. Und diese ganze juicy Minion Wave, gut, das sind jetzt nicht so viele Minions, aber die werden jetzt hier alle gleich ins Nichts gehen. Die hätte er sich alle sichern können. Er ist ja gestorben, weil er Minions haben wollte. Und weil er gestorben ist, kriegt er keine Minions. Obwohl im Prinzip die Jinx hier nicht existiert im Spiel, ist es ein, ich will jetzt nicht sagen knappes Spiel, aber eins, was sich durchaus noch nicht verloren anfühlt oder zumindest anschaut. Der Goldunterschied ist halt brachial, gerade auf der AD Carry Position, aber für ihn kommt es jetzt halt wirklich darauf an, die bisschen wenigen Momente, in denen er vielleicht useful ist, auszunutzen, um dann vielleicht zurück ins Spiel zu kommen. Wenn es Jinx hier schafft, auf 3 Items zu kommen, bevor 3 Inhibs down sind, ich glaube, dann ist das Game absolut winnable. Jetzt hier wieder ein kleiner Catch von Thresh. Trotzdem haben die Gegner natürlich auch eine gute Kombo, um hier zu snowballen, ne? Will ich gar nicht an. Er verliert wieder seinen Flash. Das ist halt wieder so bitter, ne? Flash, wie gesagt, so wichtig, gerade in den späteren Spielphasen. Warum verliert er seinen Flash? Weil er hier gesplittet ist. Er pusht wieder die Minion Wave in der Mitte. Wieder ein schönes Flashplay, beziehungsweise, ne? Hextech-Flashplay von Thresh. Aber er könnte jetzt hier einfach raussteppen, ne? Einfach rausmoven ist komplett safe. Und ohne Flash bist du als Jinx leider nicht useful. In den meisten Fällen. Gegen so ein Team auf jeden Fall nicht. Die Gegner sind am Nash. Das ist relativ over. Also der Nash das Game eigentlich auch. Also die Gegner haben jetzt alle Mittel, die sie brauchen, um das Game zu finishen.
Kayle flasht ja aggressiv. Die Kayle hat ja bisher auch noch nichts gemacht in dem Game, aber sie kann halt ja so ulten. So, hier sollte man relativ safe sein und eigentlich ist das jetzt ein Game, was die Gegner clean runterspielen werden. Aber sie werden es nicht clean runterspielen. Dementsprechend werden sich definitiv noch Möglichkeiten bieten. Jetzt mal kurz die Situation anschauen. Der Yasuo gridet komplett hart, so wie es halt ein Yasuo-Spieler macht, in den Turret rein. 1 gegen 3, weil er die Lux holen will. Minions sind noch nicht da. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall gut chunken. Was er jetzt allerdings macht ist, er sieht jetzt quasi die Gegner kommen und greedet hier für den letzten Autotech, um den Yasuo vielleicht zu töten. Ne, für den W sogar. Thresh wieder mit einem schönen Hook. Das Problem ist mit dem W von Jinx, dass du dich immer quasi auf der Stelle kurz stunst. Ja, du kannst dich nicht bewegen. Und wenn dann halt so ein Hook kommt, kannst du darauf nicht mehr reagieren. Hook sitzt wunderbar. Ja, er hätte hier den Yasuo eh nicht töten können, weil da noch eine Kayle im Nacken ist und der Schaden auch nicht gereicht hätte. Das heißt, für ein bisschen Poke-Damage auf einen Yasuo, der eh schon low ist, lässt er sich hier hooken und stirbt. Super bittere Sache. Der Schaden von Lux war hier wirklich gut trotzdem. Aber ich würde sagen, das ist unabhängig von der Jinx passiert. Und der Nasus räumt hier halt richtig gut auf. Man kann es also auch als Bait abstempeln. Wir sind ja aber hier, um was zu lernen. Dementsprechend würde ich das mal nicht tun. Also auch da wieder. Du musst immer gucken, das Risiko, was ich eingehe, was bekomme ich dafür? Und hier war gerade das Risiko, gehuckt zu werden, zu sterben, für 200 Schaden auf Yasuo. So, jetzt wird hier wieder irgendwo im Bot-Jungle gefightet. Auch das macht wirklich absolut gar keinen Sinn. Also sein Team ist natürlich auch jetzt hier kein Engels-Team. Die machen halt auch eine Menge Fehler. Ja, Botlane pusht rein, Toplane pusht rein, Midlane pusht rein. Auf einmal wird im Jungle gefightet. So, why? Und das Schlimmste ist, es funktioniert sogar. So, Toplane wird jetzt allerdings der Turm ordentlich gepressured. Kayle kann wenigstens irgendwas machen, nämlich Türme rechts. Der ist sogar down, der Turm, ne? Das ist halt das Ding, ne? Du hast 2 Kills geholt, verlierst dafür einen Turret. Okay, der Nasus macht hier sogar 3 Kills draus. Ja, das ist ein chaotisches Game. Was passiert hier? Ai, ai, warte, Moment. Was ist hier passiert? Der Jarvan pusht jetzt hier gerade den Nexus-Turret. Und niemand versucht zu verteidigen. Das Ding ist, in seinem Kopf ist jetzt hier der Gedanke, Alter, der Jarvan finisht gerade, ich muss das doch deffen. Und der Gedanke ist natürlich verständlich. Das Problem ist, was macht hier eine 1,5-Item-Jinx gegen einen 3,5-Item-Jarvan, der auch noch 2 Level ahead ist? Richtig, absolut gar nichts. Das heißt, der Versuch hier zu deffen ist eigentlich wieder nur Selbstmord. Dann macht er auch noch wieder den Fehler, er castet seinen Spell, während Jarvan EQ ready hat. Solange Jarvan EQ ready hat, musst du mit einem Champion wie Jinx, eigentlich mit jedem Champion, der nicht reaktiv das Ganze dodgen kann, also eigentlich jeder Champion außer Lucian, vielleicht Tristana, musst du erst die Range von dem EQ respektieren und den dodgen, bevor du überhaupt was machen kannst. Selbst wenn er hier den E getroffen hätte, was wäre passiert? Er macht ja keinen Damage gegen den, der hat ordentlich Armor. Das heißt, er castet hier die E, wird dadurch quasi engaged und stirbt. Und man könnte fast schon wieder argumentieren, dass sein Tod dazu geführt hat, dass der Nexus-Turret noch steht. Das ist halt wieder so ironisch, ne? Es ist eigentlich ein schlechtes Play, aber irgendwo macht es wenigstens ein kleines bisschen Sinn. So, nach 7000 Hin und Hers hat es sein Team sogar geschafft, mal ein Teamfight zu gewinnen und damit auch zu pushen. Sie kriegen hier gerade tatsächlich einen In-Hit. Ja? Das Gold ist fast ausgeglichen. Jinx hat fast 3 Items. Die sind hier wirklich zurückgekommen in dem Spiel, obwohl da so viel schief gegangen ist. Nichtsdestotrotz haben die Gegner 3 Mountain Drakes und man muss jetzt hier wirklich gucken, was man macht. Man will für den Finish gehen und das Problem ist, dadurch, dass man jetzt hier nochmal in der Base geblieben ist, nochmal gefightet hat, hat man quasi sein Backport-Timing ein bisschen versaut und der Botlane-Init fällt wieder for free. Ah, wobei, vielleicht fällt er nicht, aber dass man da finisht, war unmöglich. Man muss wissen, wann Schluss ist. Wieder 10, 15 Sekunden, overextended, wieder Tempo verloren, Lux stirbt. Alles nur, weil man halt noch diese... Okay. Aber das ist halt alles wieder nur passiert, weil man diese 10, 15 Sekunden zu lange noch weiter gepusht hat. Und der Inhib fällt tatsächlich. Das ist so bitter. Nur weil man da eventuell den Gedanken hatte, vielleicht können wir finishen, hat man jetzt nochmal den Inhib verloren und verliert deswegen eventuell das Game. Auch der Xin lässt sich hier nochmal catchen. Super terrible. Das ist natürlich nicht die Schuld von Jinx. Ja, aber generell, wenn ihr hier keine Vision habt, das ist 4 gegen 5, dann face-check doch bitte nicht. So, und jetzt ist es hier 3 gegen 5. Und jetzt ist hier nochmal so eine Grundsatzsache. Dass hier dieser Fight gewonnen wird, ja, ist eine Chance von 1 zu 1 Milliarde. Weil der Nasus ist gefeedet wie Scheiße, hat eine Lulu im Nacken, ja, aber es ist 3 gegen 5. Ich meine, Jinx wird wieder einfach nur überrannt. Die kann hier nichts machen in dem Game, weil sie auch gegen eine eklige Kom spielt, aber auch einfach kein Gold hat, so. Aber hier lieber den Inhib fallen lassen, warten, bis die Lux lebt, weil an diesem Nexus-Turret hier zu verteidigen, mit einer Lux, die jetzt wieder leben würde, wäre auch schwierig, aber wäre wahrscheinlicher, als jetzt das Game nochmal zu verteidigen, weil die Gegner ja auch keine Minions haben. Guck mal, also die hätten das, glaube ich, legit vielleicht verteidigen können. Weil das Ding ist ja auch, so konnte der Nasus gekitet werden und am Turret hätten die ja zum Turret laufen müssen. Super ärgerliches Game, was man definitiv hätte gewinnen können, wenn Early Game nicht diese katastrophalen Fehler passiert wären, 20, 25 Minuten lang Flash auf Cooldown gehalten worden wäre. Aber fairerweise, und das muss man hier auch sagen, das Team
besser gespielt hätte. Das ist ein Game, was die Jinx nicht alleine verloren hat, auf gar keinen Fall. Es ist aber auch ein Game, was man definitiv hätte gewinnen können, wenn die Botlane nicht so katastrophal aus dem Spiel katapultiert worden wäre. Ganz zum Abschluss will ich noch sagen, ich habe mir hier bewusst ein Game rausgesucht, was nicht so gut lief, ja. Ich hätte mir jetzt auch ein 10-1-Game von ihm suchen können, wo er die Lane stompt, das Game komplett carried, aber ich finde, bei solchen Games kann man deutlich mehr lernen und deutlich mehr Fehler in Zukunft vermeiden. Also insgesamt, was man in diesem Game hätte mitnehmen sollen, wäre auf jeden Fall Positioning auf einem Champion wie Jinx insane wichtig. Lieber einen Schritt zu weit hinten als einen Schritt zu weit vorne sein, meiner Meinung nach. Flash willst du nur im schlimmsten Fall benutzen und im besten Fall halt so lange saven, wie es geht. Aber hauptsächlich Level 2 wieder. Das hat die ganze Lane versaut. Level 2 Engage hat die ganze Lane kaputt gemacht. Das ist so wichtig, Leute. Gerade gegen den Thresh. Bitte beachtet das. Für die Zukunft, wie ihr mir Games schicken könnt, am besten einfach einen Screenshot aus eurer Match-History machen mit eurem Ingame-Namen dazu und dann mir auf Twitter schicken, weil dann kann ich mir das einfach per Client angucken. Ich denke, das ist die einfachste Lösung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.